Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Ich habe nicht viele Items gekauft, weil gerade Nacht ist und ich konnte nur im Immerdarmarkt einkaufen. Und dann war ich nochmal da oben in dieser Dosen-Kick-Dingsbums da und habe versucht, mir noch einen Uhudini zu holen, aber wow, wow, wow. Das Problem war, ich habe auch extra Sandwich beziehungsweise Brot gekauft. Hier ist jetzt echt nochmal so ein Teil. Die sind immer am selben Ort, das ist doch komisch, aber praktisch. Naja, ich habe auch ganz viel Sandwich bzw. Brot gekauft für die Uhudinis, aber keine Chance. Ich habe es wirklich oft versucht, aber keines wollte sich mehr anschließen. Das hat mich ein bisschen deprimiert. Aber gut, wenn diese Portale der Launen immer am selben Ort sind, dann kann ich das auch auf die Offscreen-Liste nehmen eigentlich. Kampfraum, gewinne 2. Sollten wir hinkriegen. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen wenige Items bekommen und ein bisschen Erfahrungspunkte durch das, dass ich immer die Uhudinis etc. besiegt habe. Aber ansonsten nicht der Rede wert. Jetzt gibt es schon so viele Dinge, die ich offscreen machen muss oder darf oder kann. Ein paar Dinge würde ich noch gerne erledigen zuvor, bevor ich offscreen spiele. Und ja, das machen wir jetzt auch. Ich laber ja die ganze Zeit von Offscreen, bla bla bla. Aber nie mache ich was. Immer kommt mir was dazwischen. Macht aber nichts. So, und das macht Dämona. Es war wunderschön gezeichnet. Das Spiel hat gesagt, nö, war es nicht. So, mach sie platt. Funkelchaos. Ja, und mit Uhudini. Es ist halt schlampig und... Ja, anscheinend, wenn die Yokais viele Level-Ups haben, dann werden sie nicht zutraulicher, sondern gewissenhafter. Und trödel weniger herum. Das sieht man jetzt an Frostina und an Dämona. Aber die habe ich von Level 1 schon dabei. Deswegen ging das, aber Uhudini, keine Ahnung, ist vielleicht Level 25 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und um es noch irgendwie... Ja, motiviert zu kriegen, das würde ultra viele Level-Ups brauchen, glaube ich. Das ist gerade so mein Problem. So, da oben ist auch wieder eine Kiste. Verdammt nochmal. Gib mir die Kiste. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte die Yo-Kai Watch aufmotzen. Was war hier nochmal das Problem? Hält Glocken in der linken Hand. Klassischer Yo-Kai. Freu, freu. Nee, nicht Froland. Der hat keine Glocken in der Hand. Weiß ich nicht. Wo ist dieser C-Yokai? Wo, wo, wo? Hier. Glaube ich. Was zur Hölle bist du? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was du bist. Was bist du? René. Oh Gott. Einfach ein Körper mit einem Schuh aus Kopf. Ach, hör doch auf. Ja, ich muss auch mal noch zu den Süßigkeitenladen gehen, weil, wie gesagt, ich habe nicht mehr viele Süßigkeiten. Ganz einfach nur, weil im Immerdarmarkt keine Süßigkeiten vorhanden sind. Nur irgendwelche Reisbälle, die es da gibt, haben sich wirklich gelohnt, um zu kaufen, die mich heilen, beziehungsweise meine Yokais, ja. Du lebst immer noch? Zur Hölle. Finde ich nicht ganz so gut. So. Bakulia. Lass ihn schlafen. So, pennt und. Jawohl, das war's. Gut gemacht. Wenn er sich anschließt, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Scheißegal. Oh, schon Ultiseel Stufe 5 von Chibanian. Fantastisch. Und nee, schließe ich uns nicht an. Okay. Okay. Jetzt aber ohne abgelenkt zu werden. A-Rang für meine Yo-Kai Watch. Und dann sollten wir, wie gesagt, mal noch in die Vergangenheit zu Hovenyan gehen. Das ist eigentlich die Hauptquest, die ich im Moment noch nicht ansteuern werde, nein. Aber A-Rang können wir gleich machen. Und wie gesagt, noch ein paar andere Dinge. Was zum Tunnel soll ich gehen? Oh, Kiste. Mach das Ding auf. Sind denn Kaugummi? Ich kann jetzt zum Tunnel gehen? Das ist hier ganz was Neues. Tatsache! Ha! Ich kann jetzt die Abkürzung nehmen.
Und seht euch die Wände an. Ist ultra schön bemalt hier. Ein Mondfisch sogar. Viele coole andere Fische. Rochen. Andere Fische. Ist echt schick gemacht hier. Sieht wunderschön aus. Wunderschön. Sogar ein Killerwal war da. Noch ein Rochen, ein anderer. Dann wiederholt sich das Ganze, glaube ich. Aber wir sind auch bereits durch. So, das sind Abkürzungen, die wir nehmen. Großer Gott. Was ist hier los? Da oben irgendwo. Ich muss jetzt da hoch. Mein Gott, ich darf nie das machen, was ich will. Hier oben ist bestimmt wie so ein Portal. In der Tat. Ja, okay. Ja, okay. Sorry, Leute. Ich muss auch das machen. Ich muss auch das machen. Ah ja, Derang-Yokai ist nicht interessant. Aber wenn ich immer solche Portale finde, dann komme ich nie dahin, wo ich will. Das ist ein bisschen das Problem. Und wo will ich eigentlich hin? Zum Krämerviertel, genau. Kampfraum, gewinne 2. Gut, gibt wieder nicht viele Kugeln, aber es dauert dafür auch nicht ganz so lange. Sollten wir alles hinkriegen. Oh, Faulhelf da drüben. Faulhelf. Okay, Chibanian. Faulhelf ist schon weg. Fantastisch. Der ist auch weg und Chibanian erledigt Nummer 3. Ja, ja. Kein Problem. Kein Problem. Dam, dam. Und Nummer 2 ist hier. Auch hier dürfte eine Ultisil reichen. Es macht am besten Bandido. Los, Bandido. Hau drauf. Was guckst du so? Ah, und alle weg. Sehr gut. Käsekuchen, nehme ich gerne. Lass mich raten, wir kriegen ja 2 Kugeln. Nur 2. Nur 2. Ist ein bisschen schade. Ja, war klar. Naja, macht nichts. Wo kommen wir jetzt bitte wieder raus? Hoffentlich irgendwo in der Nähe von da, wo ich hin möchte. Aber bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ah, das trifft sich gut. Ha! Das trifft sich ausnahmsweise gut. Da zur Spielhalle muss ich auch mal noch... Wollt ihr mich verarschen? Ah, hier das Fahrrad. Na? Ja, in die Spielhalle muss ich auch mal noch, wenn ich so einen Freunds... Heiter. Wenn ich so einen Freundsfalter oder so finde. Aber habe ich auch noch keinen. Ah, Fahrrad, das sind das Beste, oder? Das macht so einen Spaß. Nichts könnte diesen Tag vermiesen. Hey, willst du das haben? Ich brauch's nicht mehr. Kaffeemilch. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. So ein weiter Weg. Ich könnte eigentlich auch aufs Rad steigen. Das macht mehr Sinn. Ah, scheiß auf die Truhe da. Kiste, Truhe, meinetwegen. Restaurants. Die haben jetzt alle zu, ne? Hallo? Lass mich rein. Ne, die haben... Oh, die haben offen. Ah, nee. Ich dachte schon, ich könnte in eines reingehen. Wir müssen ja auch irgendwann mal noch in alle Restaurants gehen, um da für unsere dicke Kollegin dann ein paar Informationen einzuholen. Hier ist offen. Gott, was ist denn hier los? Bar Schneefee. Ich bestelle immer mindestens 5 verschiedene Snacks, wenn ich hier bin. Guck doch nicht so. Schneefee ist immer in eine Snackbar. Ich würde gern mit ihr reden. Nein, nicht mit ihm. Der schläft eh nur. Frau Eisinger. Ah, willkommen. Wolltest du etwas kaufen? Ja, vielleicht. Was hast du denn? Kartoffelchips. Sehr wenig LP. Wenig LP. Wenig. Und halt... halt viele. Süße Reisknapperer. Ja, gib her. Gib mir mal... 25. So. Dankeschön, bitteschön und tschüss. Das war jetzt aber kein Restaurant, leider. Aber das ist ein Restaurant.
hier, mit dir muss ich reden, vermutlich. Eigentümer. Schönen Tag, wünsche ich Lust auf bald preisgekröntes Curry. Oh, heißt das, Sie nehmen dieses Jahr am Gourmet-Wettbewerb teil? Natürlich, wir müssen einfach mitmachen. Ich verrate dir etwas, sofern es unter uns bleibt. Die Firma, die das sponsort, hat ihren Sitz wohl ganz in der Nähe. Und eine ihrer Mitarbeiterinnen kommt ziemlich oft nach 19 Uhr hierher. Tatsächlich? Oho, das ist eine sehr nützliche Information, würde ich sagen. Vielleicht treffen wir diese Person hier um 19 Uhr. Wir sind das Lieblingsrestaurant dieses Mitarbeiters. Wir können nicht verlieren. Ist die jetzt hier? Ich meine... Na gut, es ist, Nacht. Ich nehme an... Kommt die vielleicht bald? Es müsste eigentlich bald 19 Uhr sein. Wir quatschen einfach mal alle an. Curry ist mein Favorit, bla bla bla. Bla bla bla. Es müsste eigentlich gleich 19 Uhr sein, oder? Hä? Ich gehe mal kurz raus und rein. Es muss doch gleich 19 Uhr sein, gemäß dieser Uhr, ne? Wer bist du? Wir haben unser Schild umgestaltet. Was denkst du? Sieht lecker aus, hm? Wir haben aber noch dieses alte Schild. Es ist jetzt nur im Weg, hm? Du siehst aus, als könntest du ein altes Schild brauchen. Willst du es haben? Du musst es nicht nehmen, aber du kannst es haben, wenn du willst. Curryladenschild. Wie geil. Aber ernsthaft, seht euch die Uhr an oben. Ist doch jetzt 19 Uhr. Wollt ihr mich verarschen? Oder ist jetzt 7 Uhr morgens? Nee, das macht nicht viel Sinn. Das macht echt nicht viel Sinn. Um 19 Uhr soll die kommen. Gib mir mal noch ein paar Currybrötchen hier. Sehr viele LPs. Hm. Enorm viele für 8. Als auch enorm viele. Hm. Ich nehme mal eins davon, damit ich was im Inventar habe. Dann nehme ich mal 5 davon und sehr viele, das reicht eigentlich. Gib mir mal 8 Stück. Gott, ich habe kaum mehr Geld. Aber jetzt ernsthaft. Jetzt ist doch 19 Uhr. Ich drehe gleich durch. Lass mich mal sehen. Quests. Hier. Ja, ich muss jetzt überall, ne, in alle Restaurants gehen. Restaurants vor allem. Aber jetzt ist doch definitiv und sowas von nach 19 Uhr. Hä? Ich glaube, ich warte mal kurz. Moment. Leute, irgendwie bringt das Warten nichts. Ich verstehe es nicht ganz. 19 Uhr hat er gesagt. Für die ganz Dummen, das ist 7 Uhr abends. Ich hätte jetzt schwören können. Oder bist du das? Nee. Ich hätte jetzt schwören können, der hat 19 Uhr gesagt und das wäre Zufall gewesen, aber ziemlich praktisch. Naja, es hat wohl nicht sollen sein. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal diese A-Yokai suchen. Muss hier nach unten. Könnte man Yokai Watch vielleicht noch einschalten? Man weiß nie. Da ist ein Siegel! Habt ihr das gesehen? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da! Da war eine Kiste, ich hab's gesehen. Da war ein B-Yokai. Komm jetzt her! Ich wusste, du wirst hinter Wimmer her sein. Was mein Verbrechen war, ich ahmte sehr schlecht. Aha, das ist der Typ da! Shit, der ist aber viel zu stark! Leute, der wird mich jetzt töten. Der wird mich jetzt töten. Ach du Scheiße, der wird mich jetzt töten. Level 67 wurde uns gesagt. Ja, seht ihr? Faustina ist bereits quasi kaputt. Und die Seele. Von Dornian, vielleicht kommt er durch. Können wir den überhaupt besiegen, falls der wirklich Level 69 ist? Nee, wurde nicht beseelt, scheiße. Doch, wir können es schaffen. Scheiße, Dornian ist weg. Yes, er tödelt. Chibanyan, die Ulti sind von dir, die brauchen wir jetzt. Dann haben wir es gleich. Nein, es ist scheiße. Nein, daneben. Nein, daneben.
Nein! Komm schon, viel hat er nicht mehr. Bandito heilen, unbedingt. Zack. Gleich die Ultraseele von Demona. Fucking, fucking, fuck. Nein, nicht blocken. Okay, beseelt, gut. Muss der Mona zuerst heilen, bevor irgendetwas passiert. Nein, shit, die Ultraseele. Komm schon, Demona. Du musst das überleben. Demona, du bist schneller, oder? Bitte. Yes, Demona ist schneller. Oh, das war gut. Der hat seine Ultraseele aufgeladen. Gewonnen, Leute. War das dieser gesuchte Typ? Ich glaube, ja. Sehr gut. Den haben wir jetzt random gefunden. Wie geil ist das denn? Ha. Stärke-Talisman gefunden. Na dann, ich wollte doch nur meine wilde Seite annehmen. Und ich habe versagt. Oh, Kommissar Shoni, danke für deine gute Arbeit. Ich kümmere mich ab hier um diesen Yokai-Verbrecher. Dann hier die Belohnung. Tolle Techniken. Schön, danke. Du bist unser bester Kommissar Shoni. Enttäusch mich nicht. Wie einfach verschwindet und ich auf der Straße stehe. Moment. Verbrecher-Yokai. Den haben wir abgehakt. Cool. Cool. Jetzt bin ich ja wieder nicht da, wo ich wollte. Nee, hier war noch ein B-Yokai irgendwo und da war auch noch irgendwo eine Kiste, habe ich gesehen. Da ist die Kiste. Also hier durchgefahren. Seht ihr den Yokai da? Was macht der Idiot da? Miminik, ey, du bist es wieder. Es ist wie in den Spiegel zu gucken. Wir wollten gerade wieder üben. Willst du mitmachen? Okay, dann los. Was? Mit was soll ich mitmachen? Oh nein, nicht... Oh nein, nicht der Scheiß. Oh nein, das kann ich nicht. Oh Mann! Kann das nicht. Wie gesagt, das mit den Feuern ist das eine, aber dann irgendwie zu tippen... Das klingt vielleicht einfach, aber es ist total verwirrend. Ich schaff das nicht. War ich ziemlich knapp. Ja, nee, das ist Quatsch. Was? Ich... Jetzt hat das scheiß Ding nicht reagiert. Mein Gott, wollte mich verarschen. Und wieder verpasst. Was? Ich... Ich wollte es eigentlich nicht mehr versuchen. Ich wusste nicht, was er von mir will. Was? Habe ich es geschafft vielleicht? Ich glaube, ich bin jetzt weiter als je zuvor, oder? Ja gut, jetzt habe ich es verkackt. Ich werde das nie schaffen, also leck mich doch. Stuhl hör auf zu knarzen. Das ist ein Spaß, das macht Spaß. Bla bla bla. Ich bekomme nichts. Toll. Toll. So, da unten will ich hin, verdammt. Hier haben wir ein D-Rang-Siegel. Aha. Haben wir vor Ewigkeiten auch mal noch gesehen. Da ist eine Kiste. Gurkenrolle. Ist bestimmt lecker. Nicht! Hier ist keine Kiste, nö. Aber gut, Leute, bevor wir uns hier drin weiter umsehen, würde ich sagen, das war's erstmal für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!